So kommt das Glück in die Kekse. Und sie haben sich das ausgedacht, Viktoria, Christoph und Alexandra Brauch. Die drei hatten ihre sicheren Jobs in anderen Firmen, bevor sie beschlossen, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Ein Paket aus den USA brachte sie auf die Idee. Und da saßen wir bei meinen Eltern am Küchentisch, haben das ausgepackt und da waren ein paar Glückskekse mit drin. Und dann haben wir die Zettel gelesen, haben uns amüsiert und auf einmal war klar, wir produzieren Glückskekse. Die sind nicht patentiert und eine wichtige Zutat hatten die Geschwister schon. Das Mehl aus der elterlichen Mühle. Dies allein kann die Familie nicht ernähren. Dazu ist die Mühle zu klein und alt. Und auch wenn Viktoria Brauch Müllerin gelernt hat, sie musste umdenken. Es ist einfach so, dass die kleinen Bäcker wegsterben, unsere Kunden. Und deswegen werden wir in die Mühle nicht investieren. Aber wir hoffen natürlich, dass wir noch langes Mehl von unserem Vater kaufen können. Noch liefert der Senior und hat damit seinen Anteil am Erfolg der Kinder, die ihre Nische in den letzten 10 Jahren ausbauen konnten. Bis die Produktion wirklich rund lief, gab es kistenweise Keksbruch. Allein für die richtige Teigmischung mussten sie lange experimentieren. Wichtig ist, dass die Botschaften positiv sind, etwa ihr Wohlsein erlebt einen großen Aufschwung oder momentan haben sie keine Probleme zu lösen. Die eine Seite auf Englisch, die andere in einer von 15 Sprachen. Die Glückskekse aus Gondelsheim gehen nach ganz Europa. Auch nach Singapur und Australien haben sie schon geliefert. Ich denke, es ist immer wichtig, dass man das Leben positiv sieht, weil die Macht der Gedanken, ja, dass man sich einfach in die richtige Richtung gedanklich lenkt. Und ich denke, dann folgt der Rest auch in die richtige Richtung. Hier jedenfalls hat das geklappt. Mittlerweile hat die Firma 30 Mitarbeiter und die haben im vergangenen Jahr 40 Millionen Glückskekse gebacken. Weiter wachsen soll der Betrieb erst einmal nicht. Mit der erreichten Größe sind die Geschwister zufrieden.